Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist zwar fast schon 11, aber kann man ja noch guten Morgen sagen. Ich war heute schon beim Friseur. Und jetzt werden wir uns den Tempel anschauen. Der heißt zwar da auch Big Buddha Tempel. Wie er ganz genau heißt, zeige ich euch nachher. Da müssen wir jetzt ein bisschen zu Fuß gehen. Und nach dem Tempel werden wir sich nachher den großen Tower anschauen, wo man auch erstens oben eine große Aussichtsplattform hat und zweitens kann man nachher auch mit so einer Zipline runter sich schwingen. Das mache ich natürlich nicht. Das wäre eher was für ein Locki. Na, aber das zeige ich euch dann und da sagt es mir nachher, wer sich das trauen wird von euch. So, wir müssen jetzt da noch ein bisschen rundherum gehen. Da ist der Big Buddha Tempel. Und wir müssen noch da jetzt vor die Straße und irgendwo rechts und dann sind wir bei dem Tempel. Wir sind am richtigen Weg, Big Buddha. Die Damen der Schöpfung sind eher da die Damen der Erschöpfung. Die haben schon aufgegeben, die haben sich ein Motorradtaxi genommen, weil es ja 600 Meter sind. Ja, aber ich gehe da jetzt zu Fuß hin. Und ja, ein bisschen bergauf da noch. Und ich hoffe, dass ich dann bald da bin. Der Tempel, der was da ist, der war sicher auch einmal schön, aber leider fällt mir schon bei vielen Sachen auf. Ich meine nicht, wie man das sagen soll. Der Hausmeister, der sich da ein bisschen kümmert, fehlt da an manchen Ecken und Enden, kommt mir vor. Ich hoffe, dass der Big Buddha ein bisschen schöner benannt ist und dass den Weg darauf wert war. Mir ist schon ziemlich heiß. Und das war ziemlich anstrengend. So, aber da schaut's, ja, dadurch, dass heute Samstag ist, sind da überall ein Haufen Leute. Ich hab's auch schon im Konto gemerkt, dass das einfach die ganzen Wochenendausflügler von Bangkok, die ganzen einheimischen Thailänder, also es ist überall was los. Und wenn ich da vorschaue, wird man sowieso gleich schwummerig, weil das sind ein paar Stiegen, die was drauf gehen. Nach dem Berganstieg da ist das, ja. Aber ich hoffe, es ist nachher oben eine schöne Aussicht und ein schöner Big Buddha. Aber das sehen wir eh gleich. So, ja, ich melde mir auf den Stiegen noch einmal, dann könnt ihr mich anschauen, wie verschwitzt und wie mühsam der Aufstieg da ist. Heute ist wirklich, ich glaube, heute hat es 35 Grad, heute ist es extrem heiß. So, jetzt schauen wir dann noch, wo wir die Damen der Erschöpfung finden, ob die schon oben sind oder ob die noch da unten irgendwo sind, aber das sehen wir dann eh gleich. Aber sonst schaut es da ein bisschen, da schaut es aus, wie wenn da wer ist, der was sich da ein bisschen kümmert, da schaut es schön aus. Unten der Tempel, der hätte wirklich schön ausgeschaut, aber der war rundum ein bisschen, ich mag nicht sagen verkommen, aber halt. Ja. So. Ach, da gibt es eben überall kurz was zum Trinken. Jetzt schauen wir dann nochmal, wo die Frauen sind. So. Es ist heiß, es ist heiß. Und mir ist heiß. Puh. Ich glaube, das als Fuß raufgehen von ganz unten war nicht so die gute Idee. Aber andererseits, der Kreislauf und die Pumpe wird es mir danken. Und ja, drehe euch da jetzt nochmal. Und das schaut eigentlich wirklich schön aus. So, wenn ich oben bin und nicht mehr so mal dumm kann, ich mache dann mit dem Video weiter. So, jetzt bin ich gerade nochmal runtergegangen, weil die Damen nämlich unten gewartet haben. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dass sie mich nicht gesehen haben, wie ich an ihnen vorbeigegangen bin. Ich habe natürlich nicht geschaut, weil ich ein Video gemacht habe. Jetzt bin ich nochmal runtergegangen und noch einmal rauf. Aber ich muss sagen, wenn ich mir die Aussicht da anschaue, die zahlt sich aus. Oh,
Zu dem Tower gehen wir nachher. So. Wunderschöne Aussicht. Und da so sind halt überall irgendwelche Buddha-Statuen. Das dürfte halt irgendein großer, wichtiger Tempel sein, weil die Leute sind sehr ehrfürchtig, kommt mir vor. Ich weiß nicht, ob das einer von den wichtigeren Tempeln ist oder nicht. Da kenne ich mich leider zu wenig aus. Wäre aber auch einmal spannend, dass ich mal ein bisschen mehr über den Buddhismus lerne und alles, aber da fehlt mir ein bisschen die Zeit und die Geduld, dass ich mir da so viel durchlese. Ich habe schon einmal angefangen, dass ich mir was über Buddhismus durchlese, aber da gibt es so viel verschiedene Sachen, was zum Bedenken sind. Die ganzen Sachen, die sie da verkaufen, sind auch immer in irgendeiner Form sehr wichtig. Irgendwelche Medaillons und was weiß ich was. Das ist nachher meistens, da hat irgendein berühmter Mönch schon dafür gebetet oder damit gebetet oder irgend sowas. So, jetzt schauen wir mal, was die Frauen machen. Ich habe da drüben irgendwo gesehen. So, irgendwie muss man da Münzen zum Stehen bringen. Wir haben es geschafft. Die ist von mir. Da ist eine von der Gan und da unten von ihrer Schwester. Das sehe ich gar nicht machen. Um was geht's da? Gan. Hä? Erklär das, wie funktioniert das? Da? Ja. Wenn du machen es stellen. Steht, ja. Stellen. Ist mein Glück. Glück. Du wirst hat Glück. Dann haben wir Glück, juhu! Ja. Spannendes Brauchtum. So, den Buddha will ich nachher auch noch von vorne einmal filmen. Ich glaube, den habe ich von vorne noch nicht gefilmt. Und sonst, ja. Schöner Tempel, schöne Anlage. Ich freue mich auf den Tower da drüben. So, und ist das ein schöner Tempel? Ja. Ja? Ist sehr schön. Was hast du denn da eigentlich vorher gekauft? Das ist für Buddha. Für Buddha? Mhm, das ist. Eine, für, die, ja. Für den Hals, gell? Da. Okay. Ja. Aber ich habe von deiner Mama vorher. Ja, eine Kette hast du, ja. Das ist ein Anhänger, okay? Sehr schön. So, ich glaube, das ist wieder das, wo man mit die Tage. Was genau, ja, da Wednesday, Friday, here Friday is me. Ja, dann kommt. Friday is me. So, sorry für die Wackler, ich habe nur kurz zu meinem Geldbörsel. Other side. So. Den finde ich natürlich am geilsten, der schaut am ehesten nach mir aus. Ich denke mal, dass das auch da irgendwas mit dem Loch zu tun hat. Da kann man sicher irgendwas machen. Wahrscheinlich, wenn man reingreift, bringt es Glück oder irgend sowas. Gan, hast du schon deinen Montag gefunden? Ja. You need coin? Hast? Thank you.
Wie der Tarone sagt, da liegt der Pulver drin. Also der Ronny tät nichts reinhauen, der tät eher schauen, dass er was rausholt, oder? Wir gehen jetzt wieder runter die Stufen. Und da ist nochmal der Bruder. Und da, Gan, was hast du jetzt gekauft? Ich habe gekauft, das. Juhu! Was macht man mit dem? Wenn du fährst und dann das ist take care. Ah. Everything. So you put inside the car, du gibst es ins Auto, okay? Ja. Und das kann mit der Wallet und oder Handy. Okay. So. Und da das ist Für Glück, okay. Muss ja ein glückliches Jahr werden. So viel Glück, wie wir da haben. Die Münze ist gestanden, haben wir Glück. Das haben wir gekauft, haben wir Glück. Schauen wir mal. Aber das für die Ding schaut lustig aus. Meine Schwester. Da vorne. For the fire, you know? For the fire. Ja. Musst du es leicht anzünden jetzt, oder wie? Okay. Ja. Ja, wir werden uns jetzt da, glaube ich, was zum Trinken kaufen. Und dann geht's weiter zu dem Tower. So, wer erkennt's? Wo sind wir? Natürlich im Terminal 21 was essen gehen. Es war schon an jedem so heiß und unerträglich heiß und da jeder schon Hunger. Jetzt haben wir gesagt, aus den Tower machen wir später oder morgen und gehen jetzt einmal essen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch das Video da jetzt ändern, da beenden. Heute ist einfach nur heiß und Samstag, es sind überall eine Million Leute. Es macht das Herumfahren macht keinen Spaß, das Video machen macht auch keinen Spaß, weil in einer Tour irgendwo irgendwer ist. Ich werde heute am Abend wahrscheinlich Zoe 6 gehen und dort mache ich nachher ein, zwei Videos. Und ansonsten, ja, das Video beende ich jetzt einmal und gehe essen. Ich wünsche euch was und adios.